Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Grotti packt ihn aus. Dem Format in dem Grotti. Hi, das bin ich. Ein Paket auspackt und er hat so ein bisschen was erzählt. Heute habe ich hier mal wieder ein Paket von Amazon. Das war schon sehr vorbildlich, bestellt bei Amazon. Ja, zu viel dazu. Und zwar gibt es heute, es ist jetzt genau, lass mich nachschauen, über, es ist knapp 11 Monate her, 15 Tage ist es ein Jahr. Wo es letztes Mal in Grotti packt ihn aus kam, von dem zu der Thematik. Also es kam ja noch mehr Grotti packt ihn aus. Aber meistens halt am Fußballtrikot oder so. Heute geht es nochmal um die Kollegen da hinten. Sondern um das Buch da. Und ich muss echt schauen, wie ich das hinstelle. Das wird nämlich nicht funktionieren. Das sind Probleme von Zukunftsgrotti, nicht von mir. Und zwar, wenn wir den Lachs jetzt auspacken. Es geht um. Sind da die Lasche zum Aufmachen? Gibt's gar keine Lasche zum Aufmachen, lol. Ach doch, hier. Und zwar geht es wieder um Chronicles of the Avatar, die Buchreihe. Und zwar. Zack. Haben wir es hier. The Legacy of Yang Shen. Das zweite Buch zur Yang Shen Reihe. Das vierte Buch von Chronicles of the Avatar. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das erste noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. So, oh Gott, es steht viel drin. Ja, okay. Ich finde zum einen das Cover verdammt cool. Mit dem Lufttempel im Hintergrund. Können wir schauen, was hier im Klappentext drin steht. Das lese ich jetzt vor. Oder ich zumindest überfliege es ein bisschen, das ist ein bisschen viel zum Vorlesen. Common enemies make for strange friends. Avatar Yangshen has succeeded in bringing a mesh of stability to Bin Air. Okay, das ist anscheinend die Stadt. Oder das, die Stadt, in der er lebt, Bin Air? Ich weiß nicht, ich hätte echt den ersten Teil lesen sollen. Ja, ich werde hier auch nicht das weiterlesen, weil ich will mich gar nicht spoilern lassen. Outside of writing, FC Yi practices Capoeira, Brazilian form of martial arts. Krass. And has a day job mostly involving spreadsheets in addition to the Chronicles of the Avatar series. Ja, okay, er hat auch noch zwei andere Bücher geschrieben. Das würde mich interessieren. Ja, hier gibt es auch nochmal ein bisschen Artworks. Und Acknowledgement. Okay, da bedankt er sich nochmal bei der Crew. Es gibt nicht so viele Artworks wie bei Kyoshi. Aber hier haben wir den Lufttempel oder einen Lufttempel. I don't know. Und hier irgendein Charakter, der Erde bändigt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es ist. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Rückseite an. Auch weiterhin im Stil gefunden. Ich mag vor allem die Farben. Violett ist ja, ist glaube ich meine Lieblingsfarbe. Zurzeit schon. Das ändert sich ziemlich oft. From New York Times bestselling author of Avatar: The Last Airbender, The Dawn of Yang Shen and Avatar: The Last Airbender, the Kyoshi Novels. Comes the gripping final to the Yangshan Novels. Okay, also es gibt auch wieder zwei Bücher zu Yangshan, nicht mehr. Bin gespannt, ob wir dann nochmal Bücher kriegen und wer dann der nächste Avatar sein wird. Help me, Yangshan shouted to the people below. She knew some of them could earthbend. Could. Earthbenders, any benders. Water could be frozen into extra support. A firebender could blast apart some of the debris, provided. Some of the debris provided they were powerful enough. Help me, she shouted again. Did the people of the village decide one by one or all at once? Yangshan had plenty of practice reading an audience, and she concluded they all made their choice at the exact same time. The little discrepancies were purely physical. The ones who could move their limbs faster did, and the rest weren't far behind. The villagers knocked each other over in their panic, creating a
Stampede. Mein Gott, Stampede. She'd taken pains to avoid earlier. Avatarhood was a prize beyond kingship. She'd once read in an ancient philosophical treatise. Okay, ich weiß nicht, was ein Treatise ist, to be honest. Egal. A single lucky life out of a generation triumphed in the greatest game of change. In the world... of the greatest game of change in the world. The rocks crushed Yangshen further, slowly folding her in half. Krass. Ich freue mich jetzt gerade echt darauf, das zu lesen. Ja. Vielleicht ist das ein Thema für einen Podcast irgendwann mal, wenn... Ich weiß, Noel hat es auch und vielleicht liest er es auch irgendwann mal. Er ist immer noch bei Shadow of Kyoshi. Und ja. Dann war es das eh schon. Ich würde sagen, lass uns gleich mal da, wenn es uns gefallen hat. Schau, wenn es dann vorbei. Haut rein. Ciao.